Aber wenigstens wird es wärmer. Man nimmt sich da wirklich vor, möglichst 20 Schritte am Stück machen zu können, bevor man sich endlich wieder auf der Eispickel stützen kann und durchschnaufe. Jetzt sieht man der Cotopaxi mal vom Gipfel des Chimborazo. Wir haben es tatsächlich gepackt. Nach 12 Stunden Anstieg stehen wir endlich am Kraterrand und genießen die fantastische Aussicht bei perfektem Wetter. Und sind tatsächlich noch nicht mal so außer Atem, wie wir uns das gedacht haben. Denn wenn man dann stehen bleibt und kann mal richtig durchschnaufen, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Es war einfach ein unbeschreiblich schönes Gefühl, auf dem vom Erdmittelpunkt aus gemessen höchsten Berg der Erde zu stehen. Das haben wir dann auch ausgiebig, nämlich über eine Stunde da oben genossen, bevor wir uns auf den Rückweg gemacht haben. Als ich vor 7 Jahren mein Höhenmesser gekauft habe, da habe ich mir vorgenommen, einmal an einem Berg höher zu steigen, als das Gerät es darstellen kann. Und deswegen habe ich das hier mal festgehalten, dass mir das gelungen ist jetzt endlich.